Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Colin, wir fahren heute ein nettes Replay mit mir. Das geht recht schnell. Ich will kurz anhand der Karte Minsk erklären oder kurz zeigen, wie wichtig es ist, alle Seiten zu halten. Und zwar wie auf dieser Karte, wo es eigentlich nur zwei Seiten gibt, nämlich einmal über die 7, 8, 9 und 0 Linie und einmal über die 1 und 2 Linie. Also normalerweise fahren die Mediums über die 1er, 2er Linie, oder das hat man recht oft, da drüben lang. Und die schweren Panzer kommen normalerweise über 7, 8, 9 und 0. Die Aufklärer, wenn welche vorhanden sind, wie in diesem Fall gibt es keine, fahren dann mehr so im Mittelbereich. Meistens so auf E4, E5 sind die unterwegs, um dann aufzuklären, was von den Heavys kommt und was von den Mediums kommt. In dem Fall gibt es keine Aufklärer, das heißt, die Mediums müssen die Aufklärungsarbeit übernehmen. Oder aber, man hält sich so lange zurück, beziehungsweise man campt so lange, bis die Fahrzeuge nach vorne kommen und von selber aufgehen. Wir haben hier ein 10er Gefecht mit 9-8 Unterstützung und wir werden es mal hier reinschalten und gucken, was passiert, wenn man eine Seite aufgibt. Es ist relativ einfach, über die linke, über die 1-2er Linie zu fahren, wenn da wenig Gegenwehr ist. Denn es gibt da im Grunde nur zwei wirkliche Kanäle auf der 1er Linie genau entlang des Kartenrandes und auf der 1er Linie fast zur Grenze zur 2er Linie durch diesen kleinen Durchgang, wo man, oder durch die Durchfahrt, wo man durchfahren kann, um dann auf den Gegner zu wirken. Wir haben recht viele Mediums am Start, nur zwei Artis und ein TD und vier schwere Panzer. Normalerweise gehören die schweren Panzer ganz normal in die Mitte. Halt auf die 7, 8, 9 und die TDs eventuell auf die 0. Und ja, in dem Fall fahren wir mit eigentlich fast allen Mediums, den PTA mal ausgenommen, auf die Seite, auf die die Mediums normalerweise auch gehören. Warum fährt man über diese Seite? Theoretisch könnte man das auch mit beweglichen schweren Panzern machen. Also im WZ, das ist das 111 5A ist das, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Man kann es mit dem 277er noch machen, man kann es mit dem 260er noch machen. Und dann wird es schon ein bisschen schwierig. Aber die müssten dann halt auch alle mitfahren. Budget 25 Tonnen, Block die Mitte, T44 links daneben, ebenfalls die Mitte anblocken. PTA rechts bei den Heavys, die sich alle brav dahinstellen. Und wir fahren mit den restlichen Mediums. Chafur-Tür, ein Bregetto 65, die Turianer X und im 44-100 hier nach vorn. Fahrzeuge werden aufgeklärt, T44, Indien-Panzer und ein WZ-111 5A. Prallt bei mir ab, ich gebe ihm 348. Der Rest fällt quasi wie eine Heuschrecke über den Rest hierher. Gegner hier chancenlos, sich ordentlich zu wehren, denn es sind nicht genügend Fahrzeuge mitgefahren. Wir gucken uns ganz kurz die Situation an. Auf unserer Seite. Der Gegner hat verloren. Den Centurion 7-1, den Indienpanzer und den T-44 innerhalb von 1,5 Minuten. WZ-111 5A fährt auf der rechten Seite, hat nicht mehr die Hälfte und auch vom Bregetto 46 ist nicht viel zu erwarten, denn der zieht da hinten, steht da hinten allein auf weiter Flur und wird gleich ebenfalls überrannt werden. Ein Bregetto 65 hat es nicht für nötig gehalten, mit auf die Seite zu fahren. Objekt 430U ist der Meinung, er müsste da mit zu den Heavys, weil er sich halt auch teilweise spielt wie ein Heavy. Lässt ebenfalls die Medium-Seite sein. Meiner Meinung nach wieder ein Riesenfehler. Und so sind gleich zwei wichtige Panzer, nämlich zwei Zehner Mediums, nicht am Ort des Geschehens, wo es eigentlich abgeht. Ich sehe ein, dass der ein oder andere hier vielleicht nach vorne will und sein Fahrzeug in Szene setzen. Der Objekt 430U bietet sich ja direkt an, da richtig Betrieb zu machen, aber man setzt damit halt allerdings auch eine ganze Menge aufs Spiel. Chafuto ist aufgeklärt, hat sich hier nicht so richtig beteiligen wollen an dem ganzen Gefecht, ist auch eher ein Panzer aus der zweiten Reihe. Tiger 2 ist noch am Start. Ist er nicht davon gekommen. Deswegen kriegt er von mir hier 446 eingeschenkt,
1268 Schaden haben wir gemacht, 1055 aufgeklärt und 490 Schaden haben wir geblockt. Im WC-111-5A ebenfalls knallhart zurückgedrängt worden. Ist da irgendwo in der Bredouille, der kommt auch da nicht mehr raus, muss man ganz einfach so sagen. Artillerie geht auf, Charfuto offen, Progetto 65, weiß keiner, wo der ist. Und unsere Heavies, zumindest die beiden, die noch übrig sind, halten da tapfer Widerstand gegen ein Objekt 430U, das sich da versucht ein bisschen auszutoben. Ich übernehme hier mehr oder weniger die Leitung auf der linken Seite und gehe in Richtung Charfuto unterwegs. Ich weiß, auf der rechten Seite steht irgendwo noch der WZ. Der ist da ganz sicher nicht mehr weggekommen, da geht er auch schon auf. Keine Möglichkeit, da einen Schuss auf ihn anzubringen, er steht da komplett versenkt. Wichtig ist, Kanone nach rechts drehen. Jawohl, dann bleibt er nämlich ab und zu mal hängen. Hier unten ist immer noch der Charfuto, da kommt er auch nicht mehr weg. Hallöchen, gute Nacht. Kill Nummer 1, 1510 Schaden ausgeteilt. T34 gibt mir eine mit. Ich versuche mal eine reinzusemmeln, aber ich glaube, ich habe da nur einen Turm getroffen. Wenn überhaupt. Der Gegner auf 9:4 runtergeschossen. WZ raus. 2 Zehner noch am Leben, 430 U und Progetto 65. Da ist der T34 und da war er auch schon. Toter Sterben, Kill Nummer 2, 1871 Schaden ausgeteilt. Auf der linken Seite weiß ich, warten zweimal Artillerie. Trotzdem fahre ich da YOLO rein, um das Ganze so schnell wie möglich zu machen. Da ist die erste, da ist die zweite. Ich hätte hier oben erstmal mich ein bisschen zurückziehen sollen und dann irgendwie anders drauf schießen, habe ich aber nicht gemacht. Deswegen gibt es hier einen kleinen Treffer vom GW Tiger, war das, genau. So, vom Gegner noch drei Fahrzeuge übrig, ein Progetto und ein Objekt 430U. Die haben dadurch gedacht, die können hier nochmal zurückfahren und sich, ja, ein bisschen austoben. Können sie natürlich nicht. Sind zumindest zusammen unterwegs, da kann man schon mal nicht meckern. Ich fahre dann Position, einmal einzielen und gebe dem Progetto 65 482. Dem Objekt 430 Ruhe, nochmal 443, sind wir bei 2893 Schaden. 430 U kann auch unseren Charfuto rausnehmen. Ich gehe dann direkt in den Zweikampf. Und da ist er dann natürlich chancenlos. 14:6, Arti schießt daneben. Beziehungsweise zu spät. 2918 Schaden ausgeteilt. 4 Kills gemacht. Und nach 5 Minuten und 30 Sekunden, oder noch kürzer, stirbt auch der letzte, nämlich der Progetto 65. Woran kann man das Ganze jetzt hier festmachen? Man könnte sagen, natürlich, plus 2 Matchmaking ist scheiße, ist es auch, daran hat es nicht gelegen, sondern der Gegner hat hier tatsächlich vergessen oder hat es sträflich vermisst, eine komplette Linie, die eigentlich wichtige Linie, nämlich die 1er-2er, wirklich safe zu machen, sondern hat sich darauf versteift, dass irgendwas über 7, 8, 9 und 0 läuft oder dass man von hinten in irgendeiner Art und Weise snipern kann. Zwei wichtige Panzer, nämlich das 430U und der Progetto 65, die da hätten eine ganze Menge ausmachen können, haben knallhart verschlafen, muss man einfach mal so sagen. Wir gucken uns mal an, was die Ausbildung dazu ansagt. Wichtig ist halt nicht, was die Ausbildung sagt, sondern eher, wie schnell das Spiel verloren werden kann, wenn man so eine Sachen abzieht. Auf der rechten Seite gibt es nichts, auf der linken Seite ein Zweier und ein bisschen gedurcht. Ein bisschen Gedöns, Seite aufgeben, Gefecht verlieren, so habe ich das Ganze genannt. Genauso ist es auch gemeint. Bei so einem schnellen Gefecht gibt es kaum Gewinner. Das hat zwar, wir haben zwar gewonnen, aber richtig Spaß gemacht, muss man ganz ehrlich sagen, hat es natürlich nicht. 902 Basis-XP, 4 Kills haben wir geholt, 2918 Schaden, wie gesagt. 11 Schüsse abgefeuert, 9 getroffen, die haben wir auch alle durchschlagen. Wir haben über 300 Meter, 807 Schaden gemacht. 2600 plus, 2,5 Kilometer auf die Kette und wie gesagt, 5 Minuten 30 ging das ganze Gefecht. So schnell kann es gehen. Leute, Karten lernen, das Einzige, was wirklich zählt und dann dafür sorgen, dass ja alle Punkte besetzt sind und zwar ausreichend besetzt sind. Was hätte man da noch anders machen können, wenn man merkt, dass nur zwei Fahrzeuge auf die richtige Seite fahren? Abbrechen, das wäre eine Möglichkeit. Hier ist halt das große Problem mit schweren Panzern, die wirklich als schwere Panzer zu zählen sind.
Muss ich nicht fahren wie Mediums, so wie das 277er und wie der 5A und das wie das Objekt 260. Die richtig schweren Panzer, die kann man nur auf eine Seite stellen und dann kaum mehr die Seite wechseln. Deswegen bleibt meine Meinung ganz einfach, die Tendenz geht zu Beweglichkeit und Feuerkraft und weg von Panzerung. Das muss man leider so sagen. Also einen guten Turm haben die ja eh fast alle, aber eine gute Wanne hat kaum noch einer, eine richtig gute Wanne hat kaum noch einer, der da beim Spiel wirklich eine Rolle spielen will. Deswegen, ja. So viel soll es dazu gewesen sein. Das war recht kurz, aber so muss das halt ab und zu mal sein. Ich werde versuchen, so schnell wie möglich an der Replay-Challenge zu arbeiten, dass ihr wieder was zum Schauen habt. Und vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, Leute, wie immer, draufklicken, Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich aber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.